Die natürliche Lippenbehandlung oder Lippenaufbau, Lippenunterspritzung. Viele Patienten fragen zunächst immer nach dem Preis. Also hier sollte man eher darüber sich informieren, wie viel Erfahrung der Arzt hat und mit welcher Technik er das durchführen kann. Wir haben ungefähr 15 verschiedene Techniken, wie wir eine Lippenunterspritzung durchführen und mit 5 verschiedenen Präparaten, je nachdem, wie die Lippe in der Konsistenz und in der Haptik sich auch anfühlt und der Wunsch der Patientin sich hier darstellt. Ich denke, wer ein natürliches Ergebnis haben möchte, sollte sich erst einmal um den richtigen Arzt kümmern und danach sich natürlich auch um den Preis. Und die kann man, denke ich, auf der Webseite immer sehen, je nachdem, welche Kategorie man sich da hier annähern möchte. Ich denke, so ein schönes Ergebnis, das kann man als natürlich bezeichnen.